Ah, es ist einfach ein geiler Traktor. Ich fühle mich nach wie vor wie ein Kind an Weihnachten. Ich bin da heute Vorgewende pflügen. Ja, liebe Freunde, servus beieinander. Willkommen zurück zum Video. Wir haben heute am 12. September. Wir sind jetzt mitten in der Bodenbearbeitung. Das heißt, Pflügengruppen, Aussaaten von Zwischenfrüchten und das erste Wintergetreide. Und ja, es ist auch so, dass eigentlich alle vier Schlepper jetzt momentan unterwegs sind. Der 2724er, dann der Mitschlepper, der Fendt 1724 in Schwarz mit dem IFOR und der 516er Fendt. Und eigentlich sind alle jetzt momentan unterwegs. Wir fahren da im Schichtbetrieb für die Bodenbearbeitung, damit eben die Stunden so lang wie möglich ausgereizt werden können. Steht er schon. Abfahrbereit. Kampfbereit. So, hat sich ein bisschen verzögert jetzt mein Start, weil ich habe nur AdBlue Füllung, eine Lieferung meine, die können wir jetzt entgegennehmen müssen. Aber jetzt. Ja, ich fahre den jetzt seit einer Woche und bin mega happy. Rucksack erst einmal. Und dann, wenn man in mein Wohnzimmer einsteigt, erst einmal Schuhe aus. Guten Morgen, gut geschlafen. Und ja, ich sag's ehrlich, wie es ist, ich schaue ein bisschen auf die Sauberkeit da herinnen. Besten Weihnachtszucken. So. Mal alles entsperren. Front- und Heckhydraulik. So, ich bin jetzt auch auf dem Weg zum Feld bzw. zu die Felder. ja, zu den Flächen kurz. Das ist der sogenannte Marienkog, wo ich da jetzt hinfahre. Das ist eine Gegend direkt an der Nordseeküste. Ich bin da heute Vorgewende pflügen. Weil da in der nordfriesischen Marsch ist es so gehandhabt, dass man die Vorgewenden erst nach dem Kreiseln pflügen tut. Hat den Hintergrund, der Marschboden ist sehr bodendruckempfindlich und wenn man dann auf dem gepflügten Vorgewende, wenn die Kreislecke, also der Traktor mit der Kreislecke auf dem gepflügten Vorgewende die ganze Zeit drauf rumfährt, dann druckt es am Boden so enorm zusammen, weil durchs Pflügen wird der Boden wieder gelockert und ist daher empfindlicher, dass man wieder mehr Zaum pressen kann. Und wenn dann da der Traktor drüber fährt, dann ist das halt enorm Bodendruck belastend. Daher wird die Fläche gepflügt, dann gekreiselt, Vorgewende wird gelassen und erst wenn die Fläche gekreiselt ist, wird erst das Vorgewende entsprechend bearbeitet, das heißt gepflügt und gekreiselt. Also jeder hat seine eigene Methode, wie er pflügen tut. Ich habe meine Methode, die mir gelernt worden ist, beziehungsweise die ich selber mir beigebracht habe. Ja, jeder macht es halt einfach ein wenig anders. Ich lege die Furche nach außen hin, dass ich innen keine Furche habe. Einfach aus dem Sinn ist dann leichter für die Kreislegen, dass es ein ebenes Saatbett ist. So, einmal Feldgang eine. Dann, ich fahre immer mit Joystick am Vödel. Dann aktivieren wir das Teach-In-Menü, also Vorgewende-Management meine ich. So, dann wenden wir mal im Pflug. Savario-Pflug. Kann den vor der Bräden verstehen, das ist enorm praktisch bei am Vorgewende zum Pflügen. Dann wollen wir ein wenig verbrädern. So. Dann stellen wir uns da her, da ist der Anschnitt. Leider hat der kein Lenksystem, also Lenksystem schon, aber die Lizenz nicht für die Region, oder? Daher kann ich da jetzt das Vorgewende, ich würde jetzt mit Lenksystem einfach mal gerade da auffahren. Das habe ich mit den anderen Fans vom Betrieb gemacht, da ist das super gut gegangen. Aber da geht es halt leider noch nicht. So, da einmal den Oberlenker ein bisschen verkürzen. Macht da ein schönes Büdel. So, dann fahren wir einfach mal da
etwas auf. Heurad haben wir natürlich auch noch eine. So, so passt's und dann fahren wir. Ihr könnt mir ja gerne mal reinschreiben, ob ihr Verbesserungsvorschläge fürs Pflügen habt oder wie ihr das immer handhabt. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Beziehungsweise dort ihr überhaupt pflügen oder seid ihr pfluglos? Und was ist eure Meinung für die pfluglose Bodenbearbeitung? Würde mich mal sehr interessieren. So, bin ich mal. Naja, so. So ungerade ist sie gar nicht einmal geworden. Außer ein paar Kurven drinnen. Die Kurven, die man halt so macht. Aber das ackern wir schon wieder aus. Naja, so schlecht ist es gar nicht geworden. Für ohne Lenksystem frei fahren. Naja, soll schon passen. Es geht um das, dass am Ende dann die Schlussfurche schön gerade ist. Bis zu der kommst, ist wurscht. So, dann zeigen wir mal die Schlussfurche. Ist immer so. Dann alles geht sich schön aus. Perfekt. Klein die nächste Furche da rein. Ja. Das Vorgewende muss ich eher gleich dann pflügen. Das gehört auch sonst dazu. Naja, so schlecht schaut es doch nicht aus, würde ich sagen. Ah, oh, das passt sehr gut. Perfekt. Ja, das ist gut so. Das passt. So, und einmal nochmal zurück, dann haben wir das eh gescheit rausgeguckert. Dann können wir nochmal gleich aussteigen. Und uns das Ergebnis von außen nochmal. Können uns auch da nochmal anschauen, wie eben das arbeitet. Das kann man ja, wenn man die Länge vom Oberlenker verstellt, kann man ja die Neigung vom Pflug verstellen. Aber ich glaube, das ist perfekt so. Schön eben ist, das passt. Weil wenn es nicht eben war, dann warten da Arbeitsbrennen zu Arbeitsbrennen, lauter so Unebenheiten. Und dann ziehe ich da mal Schlussfurche zur Fläche auf und dann mache ich oben das Vorgewende. So, bin fertig mit den Vorgewänder. Ich habe jetzt, da war eigentlich interessant, ich habe vergessen zum Hektar aufzählen, mitzuzählen. Ich kann ja da bei Fendt One das mitzählen, aber jetzt vergessen zum Aufzeichnen, aber es waren sicher ein paar Hektar nur reines Vorgewände. Und ja, so schaut es aus. Ich glaube, das passt so ganz gut. Ich ziehe quasi, wenn ich von so runterkomme, ziehe ich dann quer nochmal die Furchen, damit dann einfach die Einsätze schön zurückgemacht sind. Und ja, freilich am Vorgewende ist leicht uneben, aber das macht dann eh die Kreislecke, für das ist die da. Und ich glaube, es ist aber auch so schon sehr eben und passt aber auch so ganz gut, glaube ich. Ja, können wir auch eine Rundfahrt dann machen und dann fahren wir nochmal entlang an der Straße entlang und schauen wir uns die ganzen Vorgewände nochmal gemeinsam an. Ah, es ist einfach ein geiler Traktor. Einfach geil. Einfach, ich fühle mich nach wie vor wie ein Kind an Weihnachten. Es ist einfach herrlich. Es macht so eine Freude mit dem zum Fahren. Es ist einfach wie Wellness für mich. Ja, dann würde ich sagen, steigen wir mal wieder auf in die gute Hütte. Ja, das ist das Vorgewende, hat stolze 500 Meter. So lang ist bei uns daheim ein Viertel. Es ist schon krass, ja. Schon ordentlich langes Vorgewende. Ist auf jeden Fall eine Herausforderung für mich, einmal das zum Pflügen, aber so schlecht ist es glaube ich nicht geworden. Der Schlag da hat jetzt 10 Hektar, 10,2 Hektar. Ja. Da eben auch, sieht man es eben. Zieht dann quasi über quer nochmal eine Furche, damit dann die Einsätze vom Vorgewende auch zugemacht sind, sodass das dann einfach schön ist und die Kreislenkung dann auch nicht so viel Fahrten braucht.
Also, ja, ich tue mir eigentlich der zweite Bildschirm, ich persönlich benutze ihn kaum. Also ich tue eigentlich das meiste über den Bildschirm da, weil es einfach schöner ist und man sieht gleich hier und ist einfach, ja, ganz persönlich ein bisschen schöner, angenehmer. Ja, dann haben wir da das nächste Vorgewende vom Feld an sich. Dann zum nächsten Feld. Das ist dann zum Beispiel wieder witzig. Zuerst ackert man 5, 6, 700 Meter Vorgewende und dann kommt wieder so ein Vorgewende wie da. Was, keine Ahnung, was werden das sein? Ja, 50 Meter maximal. Nein, nicht einmal. Ja, 50 Meter könnten hinkommen. Maximal. Und dann da das nächste Vorgewende. Genau. Dann da das Vorgewende. Eigentlich der Arsch. Das Ick eigentlich auch schon hingebracht. Das passt. Da das nächste. Machen wir 4. Natürlich dann unten an der Straße entlang genauso die Vorgewänder. Also heute schon seinen Vormittag ist schon drauf gegangen dafür. 2-3 Stunden. Nur Vorgewände. Genau, dann da wieder das nächste. Da ist das nächste. Dann geht es für mich jetzt auf nach Dänemark. Ich fahre jetzt nach Dänemark, da habe ich nur 15 Hektar Moorfläche. Als kleine Info am Rande, das ist genau die Moorfläche, wo der Sivas Husum seine Rinder früher laufen gehabt hat. Und da fahre ich jetzt hin, weil wir haben da Flächen direkt daneben. Während Sivas Husum und Stefan seine Videos verfolgt, wird das wahrscheinlich keiner, der hat da seine Rinder früher laufen gehabt, also so eine Moorfläche. Ich glaube, die hat er jetzt nicht mehr, was ich so weiß. Wir haben einmal geratscht vor 2 Wochen miteinander und da hat er erzählt, dass sie das hergegeben haben. Genau, so ist das. Na ja, gut, dann sehen wir uns später wieder und ich mache heute mal ein Video.